Hallo, Grüezi. Heute werden wir die Arbeitsblätter weiter beantworten. Today we are going to continue. Wir beginnen heute mit das Bilde die Sätze. Nummer 1. Du schwimmen kannst. Und es gibt Fragezeichen. So, das ist die Frage. Und es gibt keine Frage, wo? Wir beginnen mit dem Verb. Hanibda Verb. So, wir sagen, kannst du schwimmen? Nummer 2. Deutsch wir sprechen können. Können, das ist das Modalverb. Können kommt Nummer 2. Number 2. Und sprechen, das ist Hauptverb, kommt am Ende im Infinitiv. So, wir sagen, wir können Deutsch sprechen. Nummer 3. Italienisch will meine Freunde lernen. Will, das ist das Modalverb, kommt Nummer 2 auch. Und lernen, das ist Hauptverb, kommt am Ende im Infinitiv. Meine Freunde will Italienisch lernen. Meine Freunde, Subjekt kommt Nummer 1. Will, Modalverb, kommt Nummer 2. Und lernen, das ist Hauptverb, kommt am Ende im Infinitiv. Im Infinitiv, okay? Nummer 4. Was ihm man kann Tennisclub machen? Ja, Gritzix. Was kann man im Tennisclub machen? Was kommt Nummer 1? Kann Modalverb kommt Nummer 2, man, das ist Subjekt, kommt Nummer 3 und machen, das ist Hauptverb, kommt am Ende. Nummer 5, spielen mit ich Handball will Topes. Dritte 6. Ich will mit Topes Handball spielen. Nummer 6. Tina Kino gehen will ins. Tina will ins Kino gehen. Tina Subjekt kommt Nummer 1. Will kommt Nummer 2. Ins Kino. Was bedeutet Kino? Kino bedeutet Cinema. Gehen. Hauptverb kommt am Ende im Infinitiv. Gehen bedeutet to go auf Englisch. Nummer 7. Ich nicht Skifahren kann, komma, aber ich will lernen. Okay. Skifahren kann ich nicht. Skifahren kann ich nicht. Aber ich will es lernen. Dieser Satz kann Nummer 2 und hier will kommt Nummer 2. Nummer 8. Will sie ich lernen fahren? Ja, ich will sie fahren lernen. Nummer 9. Du spielen kannst so gut Tennis und die Fragezeichen. Das ist die Frage. So, wir beginnen hier mit dem Verb. Wo ist das Verb hier, Gritzix? Ja, das Verb hier ist kannst. So, wir sagen. Kannst du so gut Tennis spielen? Kannst du so gut Tennis spielen? Nummer 10. Was machen du willst? Ja, was willst du machen? Okay? Dann gehst du über. In diese Lektion haben wir Wortschatz. Der Jogginganzug, der Tennisschläger, der Ball. Das Sofabrett, das Fahrrad und das Befahrt, die Schirr, die in Linie geht es und die Badehose. In dieser Übung ergänzen Sie mit den Sportarten und was brauchst du? Nummer 1. Zum Radfahren brauche ich ein. Was brauchst du zum Radfahren? Grüß dich. Zum Radfahren brauche ich ein. Fahrrad. Okay, Nummer 2. Zum Surfen brauche ich ein. Was brauchst du zum Surfen?
Ja, sehr gut. Sorbe bricht. So, zum Saufen brauche ich ein Saufbrett. Nummer 3. Zum was brauche ich einen Tennisschläger? Zum Tennis spielen. Nummer 4. Ich will reiten. Ich will reiten. Ich brauche ein Pferd. Nummer 5. Zum Joggen brauche ich einen. Was brauchst du zum Joggen? Ja, Jogging Anzug. 6. Ich brauche eine in Lenis Skates. Ich will in Lenis Skaten. Nummer 7. Zum Skifahren brauche ich eine. Zum Skifahren brauche ich eine. Ja, eine Schere. Nummer 8. Zum was brauche ich eine Badehose? Zum was geht's sich? Zum Schwimmen. Nummer 9. Ich will Fußball spielen. Was brauche ich? Ich brauche einen. Ich will Fußball spielen. Fußball bedeutet Football. Ich brauche einen. Einen was? Ja, sehr gut. Einen Ball. Die nächste Übung. Hier ergänze mit unbestimmter Artikel. Unbestimmter Artikel bedeutet ein, einen und eine. Nummer 1. Zum Radfahren brauche ich Fahrrad. Fahrrad, welcher Artikel? Der oder das oder die? Fahrrad, das Fahrrad. So. Ein. Nummer 2. Zum Surfen brauche ich Surfbrett. Surfbrett, der oder das oder die? Ja, das Surfbrett. So. Die richtige Antwort hier ist ein. Nummer 3. Zum Tennisspielen brauche ich Tennisschläger. Tennisschläger, welcher Artikel? Ja, der Tennisschläger. So, die richtige Antwort hier ist einen. Zum Tennisspielen brauche ich einen Tennisschläger. Nummer 4. Ich will reiten. So, ich brauche ein Pferd. Warum ein Pferd? Das Pferd, so wir sagen hier ein. Nummer 5. Zum Joggen brauche ich Jogginganzug. Jogginganzug, Artikel D. So, wir sagen einen Jogginganzug. 6. Ich will in den Skaten. So, ich brauche eine in den Skates. Warum eine in den Skates? Die in den Skates. So, das ist eine. Nummer 7. Zum Skifahren brauche ich Skier, die Skier, so, das ist eine auch. Nummer 8. Zum Schwimmen brauche ich Badehose. Badehose, welcher Artikel, der oder das oder die Grade 6? Ja, sehr gut, die Badehose, so, das ist eine. Nummer 9. Ich will Fußball spielen. Ich brauche Ball. Ball, welcher Artikel? Der Ball. So, das ist einen. Okay, Grace, das ist alles für heute. Dankeschön.